Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Jörg Eisfeld-Reschke, mein Name vom IKOSOM, Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Keine Bange, steht Fachvortrag drauf. Wir machen das relativ praxisnah. Wir diskutieren. Ich gebe ein paar Impulse, vielleicht auch ein paar Thesen oder Provokationen, die wir im Barcamp noch weiter verfolgen können. Aber erstmal eine kurze Beruhigung. Ich komme auch aus dem Jugendbereich ursprünglich. Das heißt, ich habe jahrelang selber Jugendbeteiligungsarbeit gemacht, habe Jugendparlamente mit aufgebaut, Schülervertretung in Schleswig-Holstein viel gemacht, in Bosnien-Herzegowina ein Jahr meinen Ersatzdienst gemacht und dort Schülervertretungsseminare gemacht. Das heißt, ich kenne den Jugendbereich. Ohne die Jugendbildungsarbeit hätte ich mein erstes Studium nicht finanzieren können. Insofern habe ich zumindest eine Vorstellung, wie Jugendbildungsarbeit, wie Jugendkulturarbeit ausschaut, auch wenn ich heute meistens eher die mit den Fachkräften, mit den Multiplikatoren an der Stelle zu tun habe. Insofern lassen wir uns gerne das, was ich hier vortrage, dann gemeinsam transferieren, lassen uns auch das Barcamp nutzen, um da an einer oder anderen Stelle nochmal intensiver nachzuhaken. Es gibt so ein paar Grundannahmen, mit denen diese Veranstaltung geplant ist. Und das bedeutet zum einen, dass wir ein ähnliches Verständnis von Internet, dessen Bedeutung und von E-Partizipation haben. Um das sicherzustellen, bin ich da, um noch mal ein paar Dinge uns in Erinnerung zu rufen und da ein paar Begriffe gemeinsam zu setzen. Das heißt, das Internet ist da, es geht auch nicht mehr weg und es hat alle Bereiche der Gesellschaft erreicht. Natürlich auch die Kulturarbeit. Und da geht es nicht nur um die Kommunikation der Veranstaltung, sondern digitale Instrumente können auch als kulturelles Instrument wahrgenommen werden. Und sie können kulturelle Bildungsprozesse unterstützen, können ein wichtiges Element dort darstellen. Aber allein schon der Begriff Internet werden wir kaum das eine Verständnis hier im Raum haben, was wir darunter verstehen. Und wenn wir jetzt mit diesen alten Begriffen von Web 1.0 oder Web 2.0 uns über den Wechselgedanken machen, dann nehmen wir mal als Synonym einfach das Social Web. Ob wir jetzt Web 2.0 sagen, Social Web oder was auch immer, wir meinen ungefähr das Gleiche, aber was ist das denn? Und dann werden manche sagen, naja, das, was das Internet ausmacht, das ist die Technik, es ist wunderbar. Heute eine Internetseite online zu stellen, bedarf nicht mehr der Notwendigkeit, dass man HTML programmieren kann. Vor 10, 12, 15 Jahren, wenn Sie da eine Internetseite hätten online stellen wollen, dann wären aus diesem Raum wahrscheinlich 1, 4, 5, 6 Leute dazu in der Lage gewesen. Heute kann das jeder von uns in 5 Minuten, wenn man dafür die richtigen Tools findet und einsetzt, ohne auch nur eine Zeile Code selber schreiben zu müssen. Das heißt, es ist sehr viel zugänglicher geworden. Es ist einfach geworden, Daten, Informationen zu visualisieren, zugänglich zu machen und so weiter. Also eine mögliche Antwort ist die Technik. Das ist das, was für das Internet und für Partizipation so viel einfacher geworden ist. Und eine andere Antwortmöglichkeit ist zu sagen, nee, die Vielzahl der Instrumente, die wir zur Verfügung stellen, das ist das Social Web. Und wenn wir jetzt mal hier auf diesen Würfel schauen, dann sind das wahrscheinlich so ein paar Logos, die Sie sofort wiedererkennen, oder? Welche Logos können Sie sofort Instrumenten zuordnen? Facebook höre ich, Twitter, Blogspot, YouTube, WordPress, genau. Also es sind so ein paar Dinge, die wir sofort wiedererkennen. Und ja, das ist auch das Social Web. Und für viele ist Facebook das Internet. Hat ja mehr oder weniger auch den Anspruch mittlerweile, der Raum zu sein, den man kaum noch verlassen muss, wenn man etwas im Web tun möchte. Ob man mit Freunden kommunizieren möchte, Filme schauen möchte, sich informieren möchte, was in den Medien gerade läuft, wenn man Musik hören möchte, das geht, oder spielen möchte, es geht ja mittlerweile alles über Facebook. Da muss man ja eigentlich gar nicht mehr rausgehen, das ist auch so ein bisschen die Grundkonzeption dahinter mittlerweile. Und insofern ist das auch eine Antwortmöglichkeit, was denn dieses Social Web, das Web 2.0 ausmacht. Aber die Antwort, die mir am nächsten liegt, ist die der Kommunikationskultur. Wie gehen wir mit Informationen um? Wie kommunizieren wir miteinander? Dass so etwas wie Wikipedia selbstverständlich ist, wo man reingehen kann und Informationen aktualisieren kann, ergänzen kann, ohne groß programmieren zu müssen. Dass man selber Videos online stellt und nicht nur konsumiert.
Das ist ja alles ein Stück weit Veränderung der Kultur, wie wir miteinander kommunizieren. Dieses nicht mehr nur Konsument sein, sondern Produzent oder eben diese Mischung Prosument, wie man es auch nennt. Ja? Also schauen Sie sich mal an, wenn Sie auf Spiegel Online, auf Heise, wo auch immer, einen Artikel lesen, was das Spannendste an Kommunikationskultur dort ist, sind die Kommentare darunter. Es ist nicht immer die beste Qualität, aber wir sehen sofort, Information wird in einen Kontext gesetzt. Sie wird angefüttert mit eigenen Erfahrungen und darüber finden Diskussionen statt. Es ist nicht mehr das eine Werk, das online gestellt wird und einfach so steht, sondern es wird immer in einen Kontext gesetzt von den Leuten, die damit agieren. Und alle drei Antworten sind richtig, aber mit allen drei Antworten müssen wir unseren persönlichen und heute auch unseren gemeinsamen Weg zu einem Verständnis finden, damit wir sicher sind, dass wir über dieselben Worte und Konzepte sprechen. Und genau die gleiche Herausforderung haben wir mit dem Begriff E-Partizipation. Was ist E-Partizipation? Und Sie werden weder für Deutschland noch international die eine Antwort darauf finden. Denn E-Partizipation ist ein Begriff, der immer noch am Wachsen, sich am Etablieren ist und aus unterschiedlichsten Blickwinkeln definiert werden kann. Aber zunächst einmal besteht er aus zwei Teilen. Aus E und aus Partizipation. Und wenn wir jetzt heute hier über E-Partizipation in der kulturellen Jugendbildung sprechen, dann lassen Sie uns mal ganz kurz vergewärtigen, wie sieht es denn eigentlich mit Beteiligung aus? Erstmal ohne E. Was wollen wir dann überhaupt digitalisieren und zugänglich machen? Und eines von vielen Darstellungsmöglichkeiten, um Projekte zu unterscheiden, kennen Sie bestimmt die Leiter der Partizipation. Was ist sogenannte gute und sogenannte schlechte Partizipation? Und da fängt es halt mit den unteren Stufen an, wenn Beteiligungsprojekte eher dazu da sind, die Betroffenen, die Beteiligten als Dekorationselement einzusetzen oder sie eigentlich nicht wirklich Mitsprachemöglichkeiten haben. Dann ist das vielleicht mehr Symbolik als tatsächliche Beteiligung. Wenn Informationen vermittelt werden, ist eine Anhörung stattfindet, also Argumente zumindest, ich sage noch nicht gehört, gesprochen werden können, dann ist das ja schon ein Schritt, der ein Stück weitergeht. Und eine Konsultation, wo dann auch tatsächlich der Argumente-Austausch stattfindet zwischen denjenigen, die entscheiden und denjenigen, die sich beteiligen wollen, dann ist das schon weit mehr, als wir in diesen roten Stufen gesehen haben. Und ihr habt gesagt, ich komme aus der Jugendbildung, aus der Jugendbildungsarbeit, Jugendbeteiligungsarbeit. Das heißt, meine Herangehensweise ist zu sagen, ja, wenn die Betroffenen, also die Jugendlichen in diesem Fall selber die Beteiligungsprojekte initiieren, weil sie sagen, das hier ist ein Thema, das ist ein Anliegen, das uns berührt, uns wichtig ist und auf diese Weise wollen wir damit mit den Entscheidern in Berührung kommen und dort gemeinsam eine Änderung bewirken, dann wäre das aus meiner Sicht sogar in der grünen Stufe. Modell kann man diskutieren, aber die Jugendlichen auf allen Ebenen zu Beteiligten, die Betroffenen zu Mitentscheidern zu machen, das ist das, was ich glaube, gute Beteiligungsarbeit ausmacht. Und das müssen wir uns auch bei allen E-Partizipationsprojekten fragen. Wie viel Partizipation steckt in E-Partizipation? Und über die vielleicht letzte Stufe kann man sich dann ganz besonders streiten. Inwieweit sollen Beteiligungsprozesse von den Jugendlichen, von den Betroffenen in Selbstverantwortung gemacht werden? Was benötigen sie gegebenenfalls dazu? Ich hatte mal ein ganz spannendes Seminar, die Städtepartnerschaft Berlin-Moskau. Und da habe ich die auch mal mit der Leiter spielen lassen und nicht gesagt, welche Reihenfolge ich vorschlagen würde. Und da haben die Jugendlichen in einer Gruppe das Thema Selbstverantwortung an unterste Stelle gesetzt. Und das kann auch richtig sein, denn wenn die Jugendlichen völlig losgelöst nur für sich agieren, wie viel Wirkung können sie dann in Gesellschaft tatsächlich erreichen? Und ist das nicht genauso schlecht, wenn die Jugendlichen nur als Dekoration eingesetzt werden? Ist nicht eigentlich das Ziel, dass Entscheidungsträger, sei es aus Politik, sei es diejenigen, die Bildungsarbeit durchführen mit den Jugendlichen, sei es, dass die mit den Jugendlichen in Kontakt kommen und dort tatsächlich etwas passiert, dort der Meinungsaustausch und die gemeinsame Lösungsfindung stattfindet,
das ist, glaube ich, das, worauf wir hinaus wollen. Ich glaube, das ist auch das, worauf wir uns am schnellsten verständigen können. Und wo man dann was anordnet, ob ein Projekt vielleicht manchmal von den strukturellen Rahmenbedingungen auch nur bis zu einer gewissen Stufe gehen kann. Weil alles andere ein Versprechen wäre, das man nicht einlösen kann. Dann kann das auch gut sein, wenn man sich dessen gewiss ist und wenn man das gut vermitteln kann an die Jugendlichen. Das vielleicht als kurze Rückbesinnung nochmal auf das, was verstehen wir denn unter Partizipation und E-Partizipation. Und ich kann Ihnen die Illusion gleich nehmen, dass mit dem E wird das auch nicht einfacher. Da gibt es auch nicht die eine Variante, wie man darauf antworten kann. Und das hat vor allem auch damit zu tun, wer sind denn diejenigen, die E-Partizipationsprozesse konzipieren und durchführen? Was für einen Hintergrund haben die? Und dann ist es absolut verständlich, dass man oftmals in seiner Disziplin geprägt ist. Und um das mal so ein bisschen zu überspitzen, ich glaube, wir haben beide Disziplinen hier im Raum. Bitte nicht persönlich angegriffen fühlen, aber man kann E-Partizipation so definieren, wie es vielleicht eher manche Informatiker tun, die sagen, E-Partizipation ist nur das, was tatsächlich komplett online stattfindet, wo dieser ganze Prozess online abgebildet ist, man sich online beteiligen kann, online die Entscheidung gefunden wird und online der ganze Bildungsprozess drumherum ist. Und es gibt durchaus auch die Gegenposition aus einer anderen Disziplin, jetzt bitte die Medienpädagogen nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn diskutiert wird, ob der Einsatz von iPads in der Schulklasse nicht auch schon der Beginn von E-Partizipation ist. Beide überspitzten Herangehensweisen sind ja nicht völlig falsch. Sie sind aus sich heraus durchaus stimmig, aber das, was ich Ihnen als E-Partizipation nahelegen möchte und das, wo die meisten Projekte tatsächlich angesiedelt sind, ist der Bereich dazwischen. E-Partizipationsprozesse müssen ja nicht notwendigerweise komplett online sein. Die Heranführung daran kann natürlich auch offline stattfinden. Die Mischung aus offline Veranstaltungsformaten und Online-Konsultationsprozessen kann sich sehr gut gegenseitig befördern. Und insofern gucken wir, was ist Beteiligung? Die vier Stufen kennen Sie bestimmt auch, also nicht Stufen, die verschiedenen Beteiligungsebenen, ob es jetzt eher repräsentativ ist, ob es ein abgeschlossenes kleines Instrument ist, ob es tatsächlich transformativ ist im Sinne von die Beteiligten auch mit an der Umsetzung, mit an der Wirkungsgestaltung beteiligt sind. Und dann habe ich unten nochmal so vier Annäherungswerte in die Tabelle eingefügt, wie hoch denn der Einsatz digitaler Instrumente in einem Projekt ist. Und wenn wir sagen, dass nur wenn alles oder fast alles vom Beteiligungsprozess online stattfindet und nur wenn es eine möglichst wirkungsvolle Beteiligung ist, nur das ist E-Partizipation. Das wäre ein sehr enges Verständnis. Wenn ich aber sage, naja, sobald es reichlich digitale Instrumente gibt und tatsächlich der Hauptteil des Beteiligungsprozesses online stattfindet, aber ein Offline-Kickoff hat, einen Abschluss hat oder dazwischen einfach bewusst Elemente eingesetzt sind, um auch den persönlichen, nicht digitalen Austausch zu befördern. Und wenn ich auch bei Beteiligung ein weites Verständnis ansetze, dann könnte das ein weites Verständnis von E-Partizipation sein. Und so ein paar andere Begriffe, die noch mit hier reinspielen. Kollaboration, also die Zusammenarbeit auf digitaler Ebene. Das, was man vielleicht im Alltag irgendwie am ehesten kennt, ein Protokoll haben wir früher, hat da einer per Hand mitgeschrieben, das hinterher digitalisiert. Wenn man heute in einer Sitzung ist und ein Protokoll schreibt, dann haben doch bitte irgendwie zwei, drei Leute einen digitalen das Endgerät dabei, ein Laptop vor sich, schreiben gemeinsam mit, korrigieren sich während des Protokollschreibens, ergänzen das, damit nicht der eine irgendwie nur mit dem Protokollieren beschäftigt ist, weil sie es kollaborativ machen und am Ende der Sitzung, während man sich verabschiedet, ist auch das Protokoll schon fertig. So schreibt man kollaborativ Protokolle heute, das ist das, was wir noch am
und sollte man, genau. Das ist zumindest das, was effizient und effektiv wäre. Und genau das können wir auch in Beteiligungsprozessen machen, wenn wir ein Brainstorming direkt visualisieren wollen und Endgeräte dort haben. Wenn wir manche, die nicht vor Ort sind, einbinden wollen und deshalb digitale Instrumente ergänzen, so wie jetzt diese Veranstaltung ja auch im Internet verfügbar ist, mit angeschaut werden kann. Einige von Ihnen twittern mit dem gemeinsamen Hashtag E-Kultur, können ja auch andere gerade mitbekommen, was hier vorgestellt und diskutiert wird, können miteinander darüber diskutieren, ob sie damit gar nicht einverstanden sind oder das sehr hilfreich finden. Und das ist ja auch mal die Erweiterung der Diskussion. Und das ist spannend als ein Aspekt von Barrierefreiheit, als ein Aspekt von neue Zugänge schaffen, der ja auch bedeutet, weniger gebunden sein an Ort und Zeit. Diejenigen sich beteiligen zu lassen über digitale Instrumente, die nicht jeden Mittwoch um 16 Uhr ins Jugendzentrum kommen können, um ein Teamtreffen zu machen, sondern diejenigen, die da arbeiten müssen, die gerade nicht vor Ort sein können, doch auch ein Zeitfenster zu geben, auf dieser digitalen Ebene mitzuentscheiden, Ideen mit einzubringen oder eben an der Diskussion mitzuwirken. Und dann habe ich dann noch zwei Begriffe unten, ja, nominelle Beteiligung, Clicktivism und Slacktivism. Sind Ihnen diese Begriffe schon mal untergekommen? Okay. ist ein Facebook-Like schon Beteiligung? Es ist eine grundlegende Form von Meinungsäußerung. Ist das Unterzeichnen einer Online-Petition schon Beteiligung? Da habe ich jetzt schon so ein paar eher so überlegend schwenkende Köpfe gerade gesehen. Hängt halt davon ab, wie wir Beteiligung verstehen und der Unterschied zwischen Clicktivism und Slacktivism. Bei Clicktivism würde ich mal sagen, um das zu übersetzen, ist vielleicht, wenn man selber noch einen Kommentar dazu schreibt, selber noch ein Stück weit Meinungsäußerung selber beiträgt, was über einen Klick hinausgeht. Aber auch ein Klick selber ist unter Umständen schon Beteiligung in mancherlei Verständnis. Und ich komme nachher nochmal auf ein Beispiel, das nennt sich Kony 2012, eine Kampagne, wo tatsächlich mit einem Haufen YouTube-Views, Facebook-Likes und jede Menge Twitter-Nachrichten, die faule Aktivismus, Slacktivism, von Sofa aus im Endeffekt dazu beigetragen haben, dass Amerika Truppen entsendet. Für einen Zweck, der mit diesen Facebook-Likes und Twitter-Nachrichten bewusst verfolgt wurde. Kony 2012 ging darum, die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass ein Kriegsverbrecher in Afrika immer noch nicht gefasst wurde, obwohl der schon lange gesucht wird. Und im Endeffekt tatsächlich auch mit wenig eigenem Aktivismus ein gemeinsam verfolgtes Ziel zumindest ein Stück weit näher erreicht wurde. Also das kommen wir nachher nochmal drauf, aber Slacktivism ist in mancherlei Verständnis auch schon ein Aspekt von Beteiligung. Und ich hatte eben gesagt, auch das sehr weite Verständnis, wenn ein wenig digitale Instrumente eingesetzt wird, ist ja nicht grundlegend falsch. Ist genau der richtige Weg in die richtige Richtung. Und manchmal müssen wir in Projekten und in mancherlei Kontext auch kleine Schritte machen, um dort das E nach und nach zu vergrößern. Denn es betrifft Sie als Personen, die kulturelle Arbeit leisten. Es betrifft die Zielgruppe, die auch nicht immer, also je nachdem, mit wie alten Jugendlichen sie arbeiten, es gewohnt ist, digitale Beteiligungsprozesse, sich daran zu beteiligen, daran mitzumachen. Es betrifft ihre Einrichtung. Was ist denn dort für eine Nähe zum Einsatz von digitalen Instrumenten? Was für Rahmenbedingungen finden sie vor? Und dann trifft es ja auch nicht zuletzt diejenigen, die vielleicht Entscheidungsträger sind in diesem Beteiligungsprojekt, die erreicht werden soll, wo etwas bewirkt werden soll. Auch von denen müssen wir ein grundlegendes Verständnis von Beteiligung und von digitaler Beteiligung voraussetzen, damit tatsächlich alle Beteiligten sich digital verständigen und dort gemeinsam E-Passation möglich machen können.
Wie sieht E-Partizipation in der Praxis aus? Von der Herangehensweise haben Frau Engelmann und ich überlegt, mal so ein paar Beispiele aufzuzeigen, die wirklich nur beispielhaft sind. Es gibt in Deutschland bislang wenige E-Partizipationsprojekte. Und noch weniger, die bekannt sind, und noch weniger, die sich als Best-Practice-Beispiele oder als überhaupt Practice-Beispiele auch öffentlich darstellen, Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen und auch offen über ihre Fehler und Herausforderungen berichten. Tatsächlich aber ist mir kein E-Partizipationsprojekt in Deutschland bekannt, das 100% erfolgreich wäre. Alle haben so ihre Probleme, sei es mit den verschiedenen Interessensgruppen, die dort mitarbeiten, sei es mit dem Verfahren, das man gewählt hat oder mit den Instrumenten. Es gibt nicht das eine oder vielleicht zwei oder eine Handvoll Best-Practice-Beispiele. Und jedes von denen, die ich gleich nennen werde, hat so seine Mechanismen, die wir aufgreifen können oder Fehler, von denen wir lernen können. Die Maske kennen Sie? Und wenn ich von faulem Aktivismus spreche, dann müssen wir auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass jede Form von Beteiligung sofort konstruktiv ist. Und wenn man keine Möglichkeit findet, sich zu beteiligen und seinen Wünschen, seinem Bedürfnis einer Gesellschaft etwas mitzugestalten, Wirkung verleihen kann oder auf das System, das dieses ermöglicht, nicht vertraut, da kann man auch bewusst kritischen Aktionismus wählen. Und Anonymous als mehr oder minder informelle Gruppe, die als Mittel der Meinungsäußerung Webseiten auch mal Namen legen können. Und damit ist auf jeden Fall erreichend, dass das Anliegen, das sie verfolgen, zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ob das jetzt der legale Weg ist, ob das jetzt der konstruktive Weg ist, sei mal dahingestellt, es ist eine Form von Meinungsäußerung. Und Demonstrationen finden auch statt, ob sie jetzt angemeldet sind, ob sie legal sind oder illegal. Es ist eine Form von Meinungsäußerung, in diesem Fall auf dem digitalen Weg. Und ich hatte eben schon mal ganz kurz erwähnt, Kony 2012. Wer von Ihnen erinnert sich an die Grafiken oder die Plakate mit Kony 2012, letztes Jahr? Okay, also gut ein Viertel der Anwesenden. Kony 2012 hat Aufsehen erregt mit einem Film. Das war eine Reportage, die bei YouTube eingestellt wurde und ich glaube ungefähr so 30 Minuten dauerte. Und damals, also alle Leute, die irgendwie sich mit Social Media und Kampagnen irgendwie auskennen, sagten, wie kann denn das funktionieren? Ein Kampagnenvideo muss irgendwie kurz sein, muss irgendwie knackig sein, länger als 2 Minuten guckt sich das doch keiner an. Was auch auf die Videos von Lady Gaga oder so zutrifft, ja, und dann kommt plötzlich ein Video, 30 Minuten mit Inhalt, mit Hintergrundinformationen, ja, zum Teil auch manipulativ in Klammern, mit Handlungsaufforderungen, dass insbesondere die jugendliche Zielgruppe, die damit erreichen soll, werden sollte, zum politischen Handeln aufruft. Dauert eine halbe Stunde und bricht alle Rekorde, was YouTube-Videos anging. Also damals, Lady Gaga habe ich eben nicht aus Scherz erwähnt, das war so die Rekordhalterin, wie schnell man 10 Millionen Views auf YouTube sammelt. Da brauchte sie früher so ungefähr einen Monat für. Und das schaffte sie regelmäßig und war damit so die Queen of YouTube. Und dann kommt so ein Kampagnenvideo, das eine halbe Stunde dauert, das Inhalte vermittelt und schafft das in einer Woche. Und ist tatsächlich eines der ersten Videos überhaupt auf YouTube, die eine gleichmäßig weltweite Verbreitung finden. Und das als eine politische Kampagne. Die Handlungsaufforderungen waren relativ einfach und waren jene, die man mit wenigen Klicks macht. Das war, bitte teile das Video, damit noch mehr Leute das sehen. Verbreite es auf Twitter, auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Sprich diese Liste von 20 weltweit relevanten Politikern an, damit die sich dafür einsetzen, dass Kony gefasst wird. Mit einem vorgefertigten Tweet, das heißt, man muss noch nicht mal viel selber schreiben, sondern kann es sich relativ schnell zusammenklicken.
Und wenn dann, ich sagte eben Politiker, aber es waren auch Stars wie, weißt du, Justin Bieber, ja, der nun mal einer derjenigen auf Twitter ist mit den meisten Followern, und wenn der dann irgendwie ein paar hundert, ein paar tausend Tweets bekommt mit, schau dir das Video an und verbreite es, dann macht er das irgendwann. Und wenn er das macht, dann sehen das seine Fans. Und so verbreitet sich das nach und nach weiter, und das war eines der Elemente, die tatsächlich zum Erfolg von dem Video geführt haben und die sich ein Stück weit auch kopieren lassen für andere Projekte. Mit diesen ganzen Views und Klicks hat man tatsächlich es geschafft, nach einem halben Jahr, nach dieser weltweiten Aufmerksamkeit, dass die USA entschieden haben, ein größeres Truppenkontingent nach Afrika zu schicken, um bei der Suche nach Kony zu helfen. Die waren eh schon vor Ort und haben dann nochmal 200 Leute mehr geschickt. Und das aufgrund einer Aufmerksamkeit, die tatsächlich hauptsächlich von einem Video ausging. Insofern, wenn wir jetzt nach Wirkungsorientierung in Beteiligungsprojekten schauen und man mit Klicks irgendwie Truppen in Bewegung setzen kann, dann macht mir das schon ein Stück weit Angst. Es ist nämlich die Frage von Ethik an der Stelle natürlich, woran Beteiligungsprozesse, und auch die Frage von Ethik im Beteiligungsprozess, im Verfahren. Wenn man das Video als manipulativ oder als wichtige Fakten auslassend versteht, dann ist die Frage, ob das tatsächlich eine gute Beteiligung war oder ob das nicht dann doch eher Manipulation oder Dekoration ist. Und wir können auch in die Wirtschaft gucken, um Beteiligungsprojekte zu sehen. Die Kampagne haben Sie bestimmt, sei es auf dem Tablet oder sei es im Fernsehen gesehen, einen eigenen Burger gestalten. Das klingt jetzt erstmal banal, aber es gibt, glaube ich, kaum ein Beteiligungsprojekt oder Crowdsourcing-Projekt in diesem Fall, bei dem man ein höheres Wirkungsversprechen geben kann. Du baust dir online, digital mit ein paar Zutaten deinen Burger zusammen, teilst ihn, wirst ihn wahrscheinlich in deinem Freundeskreis bewerben. Je mehr Stimmen du bekommst, so größer sind die Chancen, unter den besten 5 zu sein. Und wenn man unter den besten 5 ist, dann kann man tatsächlich zu, was war das, McDonald's in den Laden gehen und konnte diesen Burger essen. Also dieser Transfer von online zu offline und umgekehrt, ja. Was für ein höheres Beteiligungsversprechen kann man machen, als dass man am Ende das sogar essen kann, was man vorgeschlagen hat. Was wir davon lernen können, ist an der Stelle die Einfachheit. Also wie viel einfacher kann man das machen, als hier hast du ein Semmel, ein bisschen Ketchup, wie viel Senf gehört dazu, ein oder zwei Scheiben Fleisch und so weiter, ja. Ja, sie schütteln den Kopf, aber es ist, also es kann so einfach gestrickt sein, und wenn es so einfach machbar ist vom Prozess, ist das, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für gute Beteiligung, möglichst einfach erklären zu können, wie man sich hier beteiligen kann. Und das ist etwas, was uns in vielen Beteiligungsprojekten nicht gelingt. Insofern macht es auch Sinn, sich in der Wirtschaft umzuschauen. Du hast die Macht.de. Ein großes Versprechen, was man mit dem Projekt Namen gibt, was darauf aufbaute, dass Politiker, auch Bundestagsabgeordnete, sagten, ja, wenn dort Fragen, Anregungen von jungen Menschen kommen, dann werden sie darauf antworten, was leider in der Praxis nicht so gut funktioniert. Und mittlerweile sind da zwar immer noch Meinungen von Jugendlichen, aber wenig Reaktionen von Politikern zu sehen. Und das bringt uns auf die Frage der Verbindlichkeit im Beteiligungsprojekt. Wie verbindlich nehmen alle Akteure daran teil? Für welchen Zeitraum? Für welche Intensität? Das sind Dinge, die im Vorfeld geklärt werden müssen. Und das ist auch nicht selbstverständlich für alle Beteiligungsprojekte. Und so ist es halt im Nachhinein für die Jugendlichen, die auf den Namen und das große Versprechen vertraut haben, selber ein Stück weit enttäuschend, dass es dann nicht geklappt hat, dass sie keine Antwort bekommen und keine Wirkung erreicht haben, zumindest in vielen Themenbereichen, die dort vorgeschlagen werden. Und deshalb auch da die Frage, ich hatte vorhin die Leiter aufgezeigt, Beteiligung, wie viel können wir tatsächlich versprechen? Wie viel können wir garantiert halten in Beteiligungsprojekten? Das ist für Partizipationsprojekte und für E-Partizipationsprojekte umso mehr wichtig, vorher gemeinsam zu definieren, verbindlich festzulegen. Und es muss ja nicht alles nur
bundesweit sein. Beteiligungsprojekte sind ja beliebig skalierbar, auch auf kleinere Räume. Zum Beispiel auf die Stadt Nürnberg. Und hier ist es eine enge Kooperation zwischen Stadtjugendring und zwischen der Stadtverwaltung, die sich vorher auf Verbindlichkeiten festgelegt haben und die sowohl über Offline-Veranstaltungen im Rathaus oder in den, nicht Bezirken, in den Stadtteilen, dort den Transfer schaffen wollen, dass online diskutiert wird, online Vorschläge für die Stadt entwickelt werden, aber genauso auch offline, dass immer wieder dieser Transfer gewährleistet wird. Das leistet laut Nürnberg.de. Und insofern, was wir dort lernen können, ist die Frage von Verbindlichkeit auf Dauer sicherzustellen zwischen den Akteuren, Beteiligung zu institutionalisieren an der Stelle und den richtigen Mix aus Online- und Offline-Elementen zu finden. Wir können auch nach Rheinland-Pfalz schauen. Dort waren es die Staatskanzlei und die Bertelsmann Stiftung, die gemeinsam ein ordentlich ausgestattetes Beteiligungsprojekt umgesetzt haben, die von Anfang an eine relativ hohe politische Rückendeckung hatten, weil das Wirkungsversprechen war, es werden Vorschläge für Rheinland-Pfalz entwickelt. Wo sollte Rheinland-Pfalz in 5, in 10 Jahren stehen? Was glauben die Jugendlichen? Und Kurt Beck und die stellvertretende Ministerpräsidentin, deren Name jetzt nicht mehr einfällt, die beiden hatten von Anfang an, Malu Dreyer, nee, das war eine von den Grünen, müsste die stellvertretende damals gewesen sein. Genau, aber die auf jeden Fall von Anfang an zugesagt hatten, es gibt eine Abschlussveranstaltung offline und dort werden sie tatsächlich den Tag über sein und für die Konsultation, für die Diskussion mit den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Das Wirkungsversprechen war, entwickelt Vorschläge, entwickelt Ideen für Rheinland-Pfalz in der Zukunft und am Ende wird es tatsächlich diskutiert. Das heißt noch nicht, dass es umgesetzt wird, aber es wird diskutiert. Das Spannende hier war oder ist, dass Jugendliche in den gesamten Projektverlauf eingebunden waren. Bis hin zur Steuerungsrunde des Projektes mit der Staatskanzlei und bis runter zu der Moderation der Online-Plattform, wo Jugendliche die Diskussion unter den Jugendlichen moderiert haben. Und es nicht irgendein Multiplikator oder eine Fachkraft dazwischen war, sondern die Jugendlichen auch in ihrer Rolle als Moderatoren qualifiziert und begleitet wurden. Und das ist etwas, wo wir auch bei unseren Projekten immer wieder schauen können. Findet Jugendbeteiligung auf allen Ebenen statt? Ist das überhaupt möglich? Wo ist es sinnvoll? Wie können wir das dort unterstützen, damit Beteiligung tatsächlich mit Jugendlichen passiert? Und das, was eigentlich hier total super geplant war und auch vom Wirkungsversprechen her sehr viel war, ist, dass im Nachhinein eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet wurde, um die Vorschläge der Jugendlichen abzuarbeiten. Was leider nicht so gut geklappt hat oder vielleicht von der persönlichen Wirkung super war, aber weniger für den politischen Prozess, ist, dass die Vorschläge der Jugendlichen jetzt wenig neu und wenig konkret waren, was es dann der Politik wiederum schwierig macht, das in irgendeiner Form abzuarbeiten und dann in die Umsetzung zu bringen. Und ein Beispiel möchte ich auch noch einbringen mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, das haben wir von ICOSOM begleitet, also mit dem Jugendwerk und den beiden Jugendministerien. Die Frage, 50 Jahre Élysée-Vertrag, 50 Jahre deutsch-französische Zusammenarbeit, wie würde so ein Vertrag aussehen, wenn man den heute schreiben würde und wenn den Jugendliche schreiben würden? Und unter dieser Fragestellung hat ein 9-monatiges Beteiligungsprojekt online stattgefunden, das bewusst mit einem Wettbewerb begonnen hat, weil die Herausforderung ja ist, nicht nur die Jugendlichen zu erreichen, die zum Beispiel jetzt die irgendwie deutsch-französisch aufgewachsen sind, die beide Sprachen sprechen, die irgendwie studieren, sondern wie kann man eine breitere Gruppe von Jugendlichen ansprechen. Und ein Element, das uns dabei wesentlich geholfen hat, auch Hauptschüler und Realschüler in beiden Ländern anzusprechen, war ein Videowettbewerb. Sehr einfach gestrickt mit der Aufforderung, in 60 Sekunden Ideen zu präsentieren, wie Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten könnten, um die beiden Länder und um Europa für die Jugendlichen
angenehmer und besser zu gestalten. Und wir haben da tatsächlich vom mit dem Mobiltelefon aufgenommenen Schulhof-Video bis hin zum professionell bearbeiteten, mit Untertiteln und Musik versehenden Video von einer Größengruppe alles bekommen. Und da ist auch die Frage, wenn wir von Zugängen sprechen, wenn wir von Beteiligungsprojekten, auch im Digitalen sprechen, was verstehen wir darunter? Und die meisten Beteiligungsprojekte sind textlastig. Ist denn das die richtige Form, um alle Jugendlichen anzusprechen? Wie können wir vielleicht auch visuellere oder einfach andere Zugänge schaffen, sei es über Ton, sei es über Video, um Meinungen zu äußern? Und was müssen wir an Unterstützungssystemen uns überlegen, damit das in den Prozess eingeht? Das heißt, dass zum Beispiel hier Jugendliche, die nur Deutsch konnten oder nur Französisch konnten, trotzdem an allen Diskussionen teilhaben können sollten. Das heißt, es gab Jugendliche, die die Texte von anderen Jugendlichen übersetzt haben. Möglichst zeitnah, damit jemand, der einen Vorschlag auf Deutsch einbringt, auch Reaktionen aus Frankreich bekommt. Und umgekehrt. Ja, gerne. Das hängt ja auch viel mit der Bewerbung zusammen, oder? Also wie kommt ihr denn an die Jugendlichen ran, beziehungsweise wie erfahren die denn, dass sie da diese Videos einschicken sollen? Das ist eine Frage, die ich gerne für auch immer übergreifend, also nochmal kurz wiederholen. Wir haben gerade online und den Livestream und wir müssen auch da den Zugang sicherstellen. Also die Frage, die gerade kam, ist die nach nach der Informationsarbeit. Wie erreicht man denn die Jugendlichen, die dann an so einem Projekt teilnehmen? Und meine Antwort darauf ist, es hängt ganz stark von den Akteuren ab. Es hängt davon ab, auf welcher Ebene wir das Projekt ansetzen. Ob wir das jetzt im Stadtteil machen, nur für ein Jugendzentrum, ob wir das irgendwie berlinweit machen oder bundesweit machen. Und die Frage, wer sind denn die richtigen Akteure, so ein Beteiligungsprojekt ins Leben zu rufen? Haben die schon eine Grundreichweite? Das war jetzt hier beim DFW der Fall. Das ist bei der Staatskanzlei, der Bertelsmann Stiftung in Rheinland-Pfalz jetzt erstmal nicht der Fall gewesen. Die mussten viel an Schulen herantreten. Die sind durch Jugendzentren gefahren im Sommer, um da die grundlegende Informationsarbeit zu schaffen. Das ist bei einem Stadtjugendring einfacher, die schon relativ gefestigte Informationsstrukturen haben. Das ist bei einer großen, bei viel Geld und viel Marketingbudget noch einfacher. Und so müssen wir es, glaube ich, bei jedem Projekt einzeln schauen. Es hängt ganz viel davon ab, wer ist der Akteur, der das umsetzt und auf welcher Grundreichweite können wir aufbauen. Und dann sollte klar sein, dass ich für ein Online-Beteiligungsprojekt nicht nur Plakate in Schulen aushänge, sondern dass ich da bewusst den Instrumente-Mix schaffe und auch die Jugendlichen online versuche abzuholen. Gibt es jetzt verschiedenste Strategien, die man fahren kann, erstmal zu recherchieren, wo sind denn die Jugendlichen aus unserem Gebiet, wo bewegen die sich. Wenn ich schon mit Jugendlichen arbeite und die einbinde in so eine Projektgestaltung, dann kann ich auch ganz viel erfahren, was für Instrumente nutzen sie denn bisher, wo informieren sie sich, wo tauschen sie sich aus, um darüber dann die Jugendlichen als Multiplikatoren zu gewinnen und direkt in die Netzwerke reinzustoßen. Ich glaube, dass wir da ganz viel durch Arbeit mit den Jugendlichen, durch Einbindung der Jugendlichen in die Projektgestaltung helfen können. Was ansonsten klar ist, ist Instrumente-Mix und Videos sind wichtig. Ein Projektvideo zu haben, das den Aufruf möglichst einfach rüberbringt, möglichst attraktiv und motivierend wirkt, ist ein sehr wichtiges Verbreitungsinstrument für Projektarbeit und für Beteiligungsarbeit. Und insofern glaube ich, dass kaum ein Beteiligungsprojekt, das Jugendliche ansprechen möchte, die sie bisher noch nicht erreicht haben, die nicht zum Stammklientel gehören, ohne ein gutes Video auskommt, also gerade wenn man skalieren möchte. Das vielleicht so als ein paar Antworthäppchen. Und ein paar Stichworte und Hinweise möchte ich gerne mal zusammenfassend geben. Was braucht es zum Gelingen von E-Partizipation? Und das betrifft sowohl das E als auch das Partizipation. Und da fangen wir ganz klassisch damit an, was ist Beteiligungsarbeit? Bitte nur dann beteiligen, wenn es auch was zu entscheiden, wenn es was zum gemeinsamen Wirken gibt. Da brauchen wir gar nicht mal so sehr nur in den Jugendbereich schauen. Schauen Sie sich Bürgerhaushalte in Deutschland an. Die funktionieren unterschiedlich gut,
Und einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist, dass es ein Bürgerhaushalt ist, der nicht nur da ist, damit Politiker sich nicht entscheiden müssen, wo sie kürzen, sondern es auch ein Gestaltungspotenzial gibt. Und insofern müsste ja auch etwas da sein zum Positiven entscheiden und nicht nur um Politik ein Legitimationsmittel zu geben, negative Entscheidungen nicht alleine oder nicht selber treffen zu müssen. Der Lebensweltbezug zu den Jugendlichen ist von den vorgestellten Beispielen sicherlich beim Bürger einfacher als bei einem deutsch-französischen Staatsvertrag. Da zu schauen, was sind denn die Themen, was sind die Aspekte, die die Jugendlichen am meisten interessieren? Wie können gerade auch wir jetzt, wenn wir uns heute hier austauschen im E-Partizipation, den lokalen Bezug für die Jugendlichen herstellen? Was sind die lokalen Themen und was ist der Bezugsrahmen, auf den wir aufbauen können? Sind die Fragestellungen, die wir den Jugendlichen aufgeben, tatsächlich klar, einfach, eindeutig? Ist der thematische Raum klar gesetzt? Oder vielleicht auch die Umkehrfrage, mit der wir uns hinterfragen können, sind wir die Richtigen, die Themen festzulegen, über die die Jugendlichen diskutieren sollen? Oder wie sehr schaffen wir den Rahmen und lassen die Jugendlichen selber die Themen einbringen, selber die Themen clustern, selber damit den Rahmen für andere Jugendliche setzen? Und das, was bei dieser Veranstaltung heute schon große Bedeutung hat, ist eben die Frage von Barrierefreiheit oder Minderung der Barrieren, was einerseits die Sprache betrifft, was aber genauso auch die Beteiligungsform betrifft. Online gerade, wie ich sagte, Text ist nicht das einfachste Instrument. Und das, was viel mit E-Partizipation und Online-Beteiligung immer wieder diskutiert wurde in den letzten Jahren, sind die Piraten mit Liquid Feedback als ein Beteiligungsinstrument, was wunderbar dazu geführt hat, dass E-Partizipation noch mehr so ein Hype-Begriff ist, ja, weil ganz tolles Tool und ganz viel möglich, aber, bitte korrigieren Sie mich, ist ja in der Partei selber jetzt auch nicht unbedingt das Instrument ist, wo irgendwie sich 40-50% jederzeit aktiv beteiligen, sondern auch dort ist es ein kleiner Teil. Und das betrifft alle Partizipationsprojekte. Wir werden nie alle Jugendlichen erreichen. Und so dieser Mythos, durch Online-Beteiligung so viel mehr zu erreichen, das bleibt ein Mythos. Es hängt von unserer Informationsarbeit ab. Es hängt von der Attraktivität von Beteiligungsprojekten ab und nicht nur davon, ob das online oder offline ist. Und wenn es stattfindet, egal ob in welcher Weise, dann muss das Verfahren von Anfang an klar sein. Die Spielregeln für Beteiligung können nicht mittendrin geändert werden. Die sollten am Anfang gemeinsam mit den Jugendlichen festgelegt werden und da muss man sich auch daran halten. Das heißt, wenn ein Beteiligungsprojekt sagt, Jugendliche moderieren den Prozess, dann kann man nicht plötzlich eingreifen wollen. Da muss man mit den Jugendlichen gemeinsam die Regeln für die Moderation festlegen. Da muss man da gemeinsam schauen, wie geht das, und dann sind die Jugendlichen diejenigen, die tatsächlich auch dann die Entscheidung treffen an der Stelle. Dokumentation, Vertrauen in die Jugendlichen. Also genau an der Stelle Moderation jetzt gerade, wenn ich davon spreche, dass für mich gute Beteiligung ist, Jugendliche werden auf allen Ebenen des Projektes beteiligt, dann heißt es auch, sie genauso gleichberechtigt mitbestimmen zu lassen und nicht nur sie zu hören. Betrifft den Aufbau von Projekten, betrifft die Steuerung von Projekten und hat insofern ganz viel damit zu tun, wie viel Macht wir an der Stelle auch abgeben können. Und zu guter Letzt, Beteiligung muss auch Spaß machen. Man muss Lust haben, man muss Elemente dort haben, die nicht nur Arbeit sind, man braucht auch den Austausch mit anderen oder was eben auch funktioniert, in gewisser Weise ist dieses Wettbewerbselement. Also wenn wir einen Videowettbewerb gemacht haben und dann auch tolle Preise für die ersten 50 Platzierungen ausgesprochen hatten, von Einladung zum Offline-Event in Berlin mit Feierlichkeiten bei Gauck und so weiter zum Jubiläum,
über irgendwie deutsch-französisches Fußballspiel. Also es gibt ja unterschiedlichste Elemente, Preise, die man da dann einsetzen kann. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, dann Freunde zu motivieren und hier noch mitstimmen und wir sind jetzt unter den besten 20, wir wollen aber die ersten 15 kommen. Das sind ja auch gewisse Ansätze von Wettbewerb, von Gamification, mit denen man spielen kann, damit auch Online-Beteiligung Spaß macht. Noch ein Problem und eine Chance. Ein Problem, das wir haben, ist, dass es wenige gut dokumentierte Best-Practice-Beispiele für E-Partizipation gibt. Ein Projekt, das hier daran gearbeitet hat, ist zum Beispiel YouthPart vom IAP, die mit dem Bundesministerium dort einiges zur Verfügung gestellt haben. Aber es gibt wenig, woran Sie sich als Multiplikatoren, als Fachkräfte orientieren können, wie gute Online-Beteiligungsarbeit funktioniert. Und das heißt, da gibt es einfach das Problem, dass es zwar ganz viele Fortbildungen gibt zum Thema Beteiligung und zum Thema Jugendbeteiligung, aber dort der Bereich Online keine Rolle spielt. In den allerwenigsten. Und wenn, dann ist es vielleicht eine einjährige Fortbildung und es gibt mal ein 2-Stunden-Referat. Für Online-Beteiligungsarbeit braucht es etwas mehr Hintergrund. Und das heißt, da haben wir das Problem, es gibt die Fortbildungslücke im Bereich E-Partizipation. Die Fachtagungen wie heute sind die wenigen Strohhalme, an denen sie sich orientieren können. Und es ist super, dass das Thema E-Partizipation immer mehr von immer mehr Landesjugendämtern auch aufgegriffen wird, es dort Angebote gibt. Aber wenn wir uns die Fortbildungslandschaft in Deutschland angucken, es muss rein in die klassischen Beteiligungsfortbildungen. Oder es braucht eigene Angebote dafür. Was nicht geht, und das ist im Moment der Status quo, ist, dass einfach ganz viele Fachkräfte, die selber nicht mit digitalen Instrumenten aufgewachsen sind, jetzt irgendwelche E-Partizipationsprojekte sich ausdenken sollen, ohne da die notwendige Basis sich irgendwie erschließen zu können an Projektbeispielen, an Austauschmöglichkeiten. Und die Chance, die ich gerne aber nochmal hier darstellen möchte, ist quasi vertreten durch die Person, die vor dem Graphic Recorder liegt, mit Bert Gabler dort drüben, der einer der Initiatoren der Berliner Allianz für E-Partizipation ist. Das ist ein offener Austauschrahmen für Projekte für Träger in Berlin, treffen uns ungefähr alle 2 Monate, um zu schauen, was für Projekte laufen in Berlin, um ab und zu Referenten ranzuholen, um auch Trägern die Chance zu geben, vor einer Projektantragstellung irgendwo oder wenn ein Projekt besteht, das dort einmal vorzustellen und dem kritischen und konstruktiven kollegialen Feedback dort auszusetzen. Und das also als Einladung, Berlin Allianz für E-Partizipation, wenn Sie Bernd Gabler oder mir Ihre Kontaktdaten geben, dann nehmen wir Sie gerne mit auf den Verteiler und würden uns freuen, den Austausch heute hier auf dem Barcamp und nächstes Jahr vielleicht auch im Rahmen der Berliner Allianz für E-Partizipation und im Rahmen der Barcamps, die stattfinden, von der LKJ kommendes Jahr, den Austausch fortzusetzen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen, ein paar Thesen, ein paar Beispiele mitgeben können und wünsche Ihnen einen erfolgreich diskussionsintensiven Tag.